Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Sleeper P und willkommen zur zweiten Folge der Holstein-Kiel-Karriere. Ich frage mich, warum hier immer noch steht, warum will Serra seinen Vertrag nicht verlängern? Wenn man mal so ganz genau mal in die Verträge guckt, dann ist hier ein lieber Janni Serra, der noch unglaubliche 5 Jahre Vertrag jetzt hat. Dadurch, dass er um 4 Jahre verlängert hat. Also ich weiß nicht, was dieses Spiel möchte. Aber ist auch egal. Heute haben wir, glaube ich, 6 Spiele. Einmal das erste Spiel in der Saison gegen Greuther Fürth. Gegen Würzburg im Pokal, gegen Bayern München 2. Gegen Braunschweig, gegen HSV und gegen den VfL Osnabrück. Und ich werde das Spiel gegen Greuther Fürth spielen und das Spiel gegen den HSV und werde, also ich schneide das nicht, aber ich werde so versuchen, ein bisschen so mit Aufnahme pausieren, Aufnahme fortsetzen, einfach so ein bisschen mal so ein bisschen mehr in die Folgen zu integrieren, so. Aber es wird nicht das Beste, also verzeiht mir, ich werde irgendwann wirklich noch das lernen, bloß im Moment habe ich nicht so viel Zeit dafür, um jetzt auch noch Videos zu schneiden, also. Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem und wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der ersten Aktion. Bis gleich. So, meine lieben Leute, Freunde, willkommen im Holstein-Stadion am allerersten Spieltag zwischen Holstein Kiel und Greuther Fürth. Wir sehen uns heute mal nicht die Einstellung auf. Ich habe ganz normal gelassen. Mit Gelios, Kekeskov, Meffert, Wahl, Dem, Mühling auf dem ZM, Jae-Sung Lee und Meyer auf der 10. Auf dem linken Flügel spielt heute unser lieber Fabian Rehse, im Sturm Janni Serra und auf dem rechten Flügel unser lieber Finn Bartels. Und ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich hoffe, ihr lässt ein Like da, lässt einen Kommentar da. Und wenn euch noch was einfällt, was wir machen könnten für Transfers. Ich bräuchte eventuell noch einen Linksverteidiger, aber da werde ich wahrscheinlich Joshua Wanniermann kaufen. Oder vielleicht noch mal jemanden scouten, mal gucken. Ich tue mal so, aber wir sehen uns in der ersten Aktion. Bis gleich. Okay, meine lieben Freunde, da ist da die erste Situation und es gibt Abstoß oder Ecke. Ecke. Ecke und da ist Janni Serra mit der allerersten großen Chance und wir sehen uns in der nächsten Situation. Bis gleich. Hallo meine Freunde, wir müssen jetzt an allererstes Mal leider wohl verletzungsbedingt wechseln. Dafür geht Hauke Wahl, Meffert, ich glaube, ich versuche einfach mal. Nee, das bringt es auch nicht. Ich brauche irgendjemanden. Ich glaube, ich packe tatsächlich Meffert auf die Linksverteidigerposition und bringe Komenda für die Mitte. Ja, anders wird es leider diese Saison nicht mehr gehen. Dem hat sich leider Zeichen angezeigt. Und ja, wir sind natürlich echt ein bisschen vorsichtig, dass dann nichts passiert. Also, wir sehen uns in der nächsten Situation. Ciao, ciao. Und die nächste Aktion lässt gar nicht so lange auf sich warten. Da ist das. Oh, eine Glanzparade von Ioannis Gelios. Eine Glanzparade. Und jetzt rudern wir das erste Mal wieder zum Gegenangriff. Mit Jae-Sung Lee, mit Kirkiskov, mit Rehse, der sein Tempo heute noch nicht so genau zeigen konnte. Er flieht jetzt auf den Ball. Aber wir sehen uns in der nächsten Situation. Die allernächste Situation. Kirkiskov. Kirkiskov. Nee, immer noch nicht geklärt. Erstmal von. Aber noch nicht richtig geklärt. Aber jetzt ist die Aktion auch richtig geklärt. Und ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch mit der allerersten Halbzeit. In dieser Saison, es ist ein ödes 0-0 bis jetzt, also über vor beiden Toren.
Passiert nicht viel, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen. Tut mir leid, dass ich andauernd sage, wir sehen uns in der nächsten Aktion, aber es ist doch so, wir sehen uns in der nächsten Aktion. Ich weiß, ich versuche auch es jetzt mal weniger zu sagen, aber ne, wir sehen uns, aber jetzt wirklich in der nächsten Aktion nach der Halbzeit. Hier ist die allererste Situation in der zweiten Halbzeit, aber Janni, aber Dings macht es jetzt aber schlecht und jetzt kommt die erste Situation für Kräuter, für Branimire Gotta und jetzt kommt Gelios raus und schnappt sich die Kugel und leitet zum Gegenangriff an und wir sehen, was daraus wird. Und jetzt, ich dachte, es wird eine Situation, aber am Ende ist es doch keine geworden, weil ihr seht, es passiert wirklich nicht viel. Fürth hatte gerade eine Chance, aber da war ich irgendwie nicht so der Meinung, dass das was wert war, da irgendwie, aber jetzt könnte halt doch noch mal was passieren hier mit Kirkeskov, verliert hier den Anhang. Und da war die erste Chance auch für Fürth und wieder pariert Janos Gelios super. Und das ist Abstoß, wenn ich mich täusche. Wir sehen uns. Da ist die allererste Situation für Meier, für unseren Jugendspieler. Und da ist das 1:0 für Holstein Kiel. Das 1:0 für Holstein Kiel. Das war ein schönes herausgespieltes Tor und Peter Meier mit dem 1:0. Wird Kräuter Fürth noch einmal eine Reaktion sehen? Wir werden es sehen. Wenn nicht, sehen wir uns beim Schlusspfiff. Nochmal eine Aktion über Finn Bartels in die Mitte. Da ist Serra, aber daraus wird nichts, weil daraus echt keine grandiose Chance. Aber wir setzen vorne. Na, aber auch nicht. Wir werden ihn jetzt wechseln. Nämlich einmal für unsere Stürmerposition Jamie Leveling und für Rese kommen Joshua Mix. Wir sehen uns. Jetzt gibt es dann auch mal die beiden Wechsel. Mix und Leveling kommen rein für Serra und Fabian Rese. Bei ihnen kommt Anton Stach für Julian Green. Eine Aktion wieder über Finn Bartels. Aber wieder nicht grenzenlos. Die letzten Minuten bleiben wir noch mal hier und ich mache jetzt die Aufnahme nicht auf Pause. Oh, noch mal eine Chance. Jetzt Meierhöfer, da muss Kirkeskopf doch ran. Und komm schon, ihr seid doch bald genug weg. Und jetzt ist der 1:0 Sieg für Holstein Kiel auch eingemeißelt durch den Treffer von Peter Meier in der 74. Minute, wo wir relativ eigentlich auch glücklich in Führung gegangen, weil davor eigentlich 40 Chancen hatte und wir wirklich auch nicht viel gemacht haben. Und nicht viel machen konnten, aber wir haben das 1:0 gemacht. Also, jetzt haben wir unser allererstes Interview. Holstein Kiel gegen Kräuter Fürth. Okay, dann sprechen Sie mal. Wie zufrieden sind Sie als Kiel-Coach? Da ist noch Luft nach oben. Das Ergebnis ist klasse, aber wir müssen auf dem Boden bleiben. Es gibt noch eine Menge zu tun, wenn wir auch am Ende der Saison erfolgreich sein wollen. Das stimmt. Leveling durfte heute seinen ersten Spielminuten als Kieler-Spieler werden. Wie haben Sie ihn die Bühne gesehen? Also natürlich ein Startplatz vor dem Spiel war übersehbar. Dass er unbedingt spielen wollte, ein Startplatz war noch nicht drin. Aber dann habe ich ihn später gebracht. Ich habe ihn ja auch erst, glaube ich, 82, 83 Minuten gebracht. Kann man schlecht von einem Debüt. Peter Meier war heute überall zu finden. Am Ende stehen für ihn ein Tor und die Ehrung als Spieler des Tages zu buchen. Die Fans freuen sich natürlich, wenn ein junger Mann aus dem eigenen Nachwuchs auftritt. Freuen sie sich auch, planen sie zukünftig noch mehr im Nachwuchshändler aufzustellen. Junge Spieler sind
Ich bin immer bereit, jungen Leuten eine Chance zu geben. Schauen Sie nicht nur das Holly-Spiel an. Aber das heißt noch lange nicht, dass es jetzt jede Woche neue Nachwuchsleute im Team stehen. Weil Priorität sind die Siege und die Jungspieler sollen sich erst entwickeln. Naja, Meier ist ja schon relativ gut für seine 17 Jahre und deswegen kam Meier natürlich auch direkt rein, ne? Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, denn ich denke mal, dass ich noch ein paar... Nee, tatsächlich, die muss ich natürlich nicht spielen, aber wir sehen uns trotzdem beim nächsten Spiel. Danke, bis gleich. Achso, meine Leute, liebe Leute, bevor ich das vergesse, zu der Thematik Yannick Dehm, nachdem ich ihn ja verletzungsbedingt ausgewechselt habe. Er war halt nur angeschlagen, er ist nicht verletzt oder so, auch stand nichts im Büro, dass irgendwie was war. Das ist doch gut und wir sehen uns... Ach nee, hier ist ja schon das nächste Spiel. Jetzt haben wir nochmal, ich muss mal kurz da raus, ja, Positionsoptionwechsel bei Angelo Stiller, der jetzt der ZM ist, gleich sogar um 2 hochgegangen, ist auch nicht schlecht. Ein Transferangebot für Injovski, nehme ich einfach mal an, weil ich das Geld einfach haben will und bei der Jugend passiert noch nicht so viel. Inverser Flügelspieler und jetzt sehen wir uns bei das Spiel gegen Würzburg. Wer auch immer Hauptmann kann auch noch zum ZOM schnell noch gemacht werden hier. Zack. Das Hauptmann auch noch ein höher und jetzt spielen wir gegen Würzburg und wir holen ein 4:0. Finn Bartels, Philipp Reese, Mühling und ein Doppelpack insgesamt von Bartels. Ein sehr souveränes 4:0 gegen Injovski ist verkauft. Entwicklungsplan Gelius ist also ein hochgegangen. Meier wird dieses Jahr noch nicht verkauft. Wenn wir jetzt natürlich nicht aufsteigen, ist das natürlich wieder was anderes. Aber solange wir nicht in der zweiten, also wirklich solange wir nicht in der zweiten Liga bleiben, ist eigentlich alles gut und der Meier spielt für uns. Für die KSV Holstein. Und ich nehme jetzt einfach jedes Angebot für Siegschlag an, weil ich einfach nur will, dass dieser Typ einfach weg ist. Ich denke auch gegen Bayern 2 könnten wir rein theoretisch, wenn ich mich nicht irre, einfach mal die B-Mannschaft spielen lassen. Genau, Transferzentrale. Ich glaube, ich wollte ja noch... Jetzt ist die Frage, haben wir denn auch so viel Geld, dass wir uns ihn direkt leisten können? 3,2. Wir sehen uns, wenn er... Jetzt sind wir kurz davor. Joscha Wanyoman und Wanyoman unterschreibt bei Holstein Kiel. Es war relativ unwahrscheinlich, dass ein Joscha Wanyoman einfach mal so wechseln tut zu einem rivalisierenden Club. Und erstmal wird... er auf die linke Seite in der B-Mannschaft kommen, weil noch ist Girkeskov natürlich gesetzt. Aber er kann schon mal gegen Bayern 2 sein Debüt geben. Reese, mein Freund, vor uns liegen wichtigere Spiele. KW-Vorschlag, Finn Bartels, der spielt nicht. Okay, Siedschlag ist für die 185.000 gewechselt und monatliches Scouting-Update aus Deutschland. Und da ist nichts Besonderes erstmal noch dabei. Und wir sehen uns im Spiel. Was macht unsere B-Mannschaft gegen FC Bayern München 2? Sie holt ein 2:1. Reese kommt für Leveling rein. Mees macht das 1:0. Und Reese macht dann das 2:0. Und dann kommt durch Lungwitz kommt nur noch der Anstoßtreffer für die Bayern-Amateure. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ja, meine lieben Freunde, willkommen jetzt zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Gegen Eintracht Braunschweig holen wir wieder ein 4:0. Serra, Gelb-Rot, Reese und Hauptmann trifft auch. Es ist leider schade, dass Reese, glaube ich, jetzt sogar vor dem Duell
mit dem HSV ausfällt. Nein, Finn Porat bleibt bei Holstein Kiel. Ich glaube, das ist wirklich das Duell gegen den HSV. Dominik Reimann wird den Verein wahrscheinlich für 700, knapp 700.000 verlassen. Fitness, Besicherheit und Moral ist sehr gut in der Mannschaft. Also das ist wirklich sehr gut. Noch ein Transferangebot für Awuku. Geh einfach. Ich habe keine Verwendung für dich. Also brauche ich dich nicht. Und ja, Rehse fällt genau zum Spiel gegen den HSV mit Gelb-Rot aus. Okay, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der allerersten Situation zwischen den HSV und Holstein Kiel. Stillstand bei Awuku. Es ist immer das Gleiche mit Awuku und Holstein Kiel. Keiner darf sich Fehler erlauben. Die wahre Belastungsprobe kommt in. Leverding hat auch noch nie stark gespielt. Die Moral vom Hamburger SV ist mir egal. Und wir sind echt saugut in die Saison gestartet mit 19-0 Toren. Und der HSV ist mit 3 Unentschieden in die Saison gestartet. Mit 3 Unentschieden. Ich denke mal schon, dass ich Leverling von Anfang an spielen lasse. Leveling. Warte mal, wer? Ich mach das mal andersrum. Bartels auf der linken Seite. Ja, meine lieben Freunde, in Kürze wird das Nordderby zwischen dem HSV und Holstein Kiel. Holstein Kiel ist Tabellenerster mit 9 Punkten aus 3 Spielen, 19-0 Toren. Und der HSV ist aktuell auf Tabellenplatz 13. Mit 3 Unentschieden und einem Torverhältnis von 1:1 und 3 Punkten können sich die Kieler auf 9 Punkte verabschieden. Oder kommt der HSV auf 3 ran oder bleibt es bei 6 Punkten? Das werden wir sehen bei diesem Spiel, also bis gleich. Eine Aktion von Finn Bartels, Jay Sung Lee. Und da läuft Alexander Mühling mit dem 1:0 für Holstein Kiel gegen den Hamburger Sportverein. In meiner zweiten Karriere, die ich so mit Holstein Kiel mache, habe ich auch gegen den HSV zu Hause, gegen den HSV auswärts gespielt. Aber da hat Georgs, glaube ich, in der knappen 80. Minute oder so noch einen Elfmeter gehalten von Aaron Hunt oder so. Also relativ gut eigentlich. Wird der HSV eine Reaktion sein? Das werden wir sehen. Wieder auf Bartels. Diesmal ist das leider nichts geworden. Aber der HSV will versuchen, immer hier durchzukommen. Aber die kommen bis jetzt nicht durch, weil unsere sehr gute Abwehr sehr gut steht. Steht sie auch immer noch. Da war sie gerade. Eine Glanzparade von Janos Gelios. Nareil Khan tankt sich durch. Und Gelios hält diese Kugel. Wir gucken uns die Ecke nochmal an. Was passiert hier? Kann Kiel die Situation erstmal klären? Erstmal ja. Und jetzt könnte Kiel mit Jay Sung Lee hier den Konter einleiten. Aber irgendwie, wo sind die Leute? Da ist, glaube ich, Finn Bartels, aber Finn Bartels kommt nicht an den Ball. Und der HSV versucht sich neu aufzubauen. Aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Holstein Kiel geht mit einem verdienten 1:0 in die Hälfte. Wir sehen uns wirklich, naja, was heißt verdient, es ist wirklich nicht viel passiert. Wir hatten auch nur die einzigste Chance. Also es war auch unsere allererste Chance, also, und unsere einzigste. Wir sehen mal, ob der HSV noch eine kleine Reaktion zeigt. Weil viel haben sie ja nicht gezeigt. Aber das werden wir ja sehen. Also, bis gleich, Freunde. Und jetzt die Chance für den
für die Kieler. Jason Lee 2:0. 59. Spielminute. Das ist wirklich tatsächlich die allererste Chance in der zweiten Hälfte. Der HSV immer sehr, 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 sehr bemüht. Sehr bemüht, wirklich sich rauszukombinieren. Aber ich glaube, das war's für den HSV. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber man wird das natürlich sehen, ob das was für den HSV war. Aber wenn sie so schon mal kommen, naja, egal, wir sehen uns. Und jetzt Jamie Leveling, Eigentor HSV, 65:0. 2:3. Und jetzt nochmal ein Wechsel. Nein. Doch, wir werden jetzt wahrscheinlich wechseln. Es wird einmal Hauptmann für Jason Lee kommen. Dann wird einmal Porat für Dings kommen. Und Komenda kommt für Meffert in die Partie. Und ich glaube, davon wird sich der HSV nicht mehr erholen. Nach dem Eigentor von Tim Leibold. Oder ist es sogar ein... es könnte auch ein Eigentor von Sven Ulreich sein. Nein, es wird als Eigentor von Ulreich gewertet. Von Tim Leibold. Ich glaube, das war's. Wir sehen uns wahrscheinlich für Saisonschlusspfiff, weil ich... Es sei denn, es passiert noch. Wir sehen uns. Haut rein. Ja, meine lieben Freunde, ich konnte leider nicht rechtzeitig noch diese Aufnahme wieder starten, aber Yanni Serra macht das wunderschöne 0:4. Zack, zack und zack. Yanni Serra, glaube ich, mit Saisontor Nummer 4. Aber jetzt sehen wir uns wahrscheinlich sowieso am Schlusspfiff. Jo, meine lieben Freunde, das war's dann auch mit dieser Partie. Der HSV verliert gegen Holstein Kiel mit 0:4. Weil Holstein Kiel in der Anfangsphase auch so das ganze relativ ganze Spiel relativ einfach gnadenlos geschmiert hat. Mit 6 Schüssen, 6 Tore. Wir gönnen uns das Interview nach diesem Spiel, weil die Mannschaft hat Grandioses geleistet im Derby gegen den HSV. Warum geben sie Leveling nicht mehr Zeit, um wieder aus der Krise rauszukommen? Man muss jede Chance nutzen. Sleeper P, sie konnten ihre Wahl in den Eingang zu führen. Haben sie auf ihre Uhr gestellt? Wir waren bereit. Genau, wir waren einfach bereit dafür. Und am Ende muss man trotzdem sagen, sie hätten einen, weil so schwach war, also das macht keinen Sinn, dass sie waren das. Wir waren die bessere Mannschaft, haben verdient gewonnen. Aber das Ergebnis ist eigentlich zu hoch. So schwach war Holstein Kiel nicht. Ich habe bei uns durchaus Positives und Negatives gesehen. Naja, stellt euch aber vor, wir stehen, wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Aber das Ergebnis ist eigentlich zu hoch und so schwach war Hamburger SV nicht. Ich habe bei uns durchaus Positives und Negatives gesehen, aber wir haben sehr gut gespielt. Hauke Wahl hat ein sauberes Spiel gemacht. Und dadurch bleiben wir... Was ist jetzt los, Rese? Du kommst doch dann schon. Weil seine Sperre ist doch jetzt sowieso abgelaufen und dadurch... Wird er jetzt doch sowieso gegen den VfL Osnabrück wieder spielen? Also, alles gut, Fabian. Wirklich. Es ist alles gut, Fabian Rehse. Und wir holen einen... Es ist so wie in echt. Der VfL Osnabrück ist einfach ein Angstgegner für den HSV. Für die KSV. Es ist in echt so, von 3 Spielen... Ne, hat die, habe ich denn eigentlich auch die, hatte ich denn auch eigentlich die richtige Mannschaft spielen lassen? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Denn alle, wer hier ein Spiel hat, wann jemand hat ein Spiel gemacht. Also wir müssen anscheinend mit der B-Mannschaft verloren haben. Aber ist egal, weil ist jetzt so gekommen, wir haben immer noch 12 Punkte
In der nächsten Folge ist dann der Monat September dran. Da werden wir das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg spielen. Die beiden letzten Spiele simulieren. Und dann haben wir da ja auch schon im Oktober schon ein Pokalspiel gegen den HSV. Und dann haben wir noch die anderen HSV mit Hannover 96. Aber da sehen wir, da sind drei Top-Karriere in der, wie gesagt. Oder ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, gegen welchen Verein wir spielen sollen. Gegen Paderborn, Bochum oder Nürnberg. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo auf diesen Kanal und schreibt Verbesserungsvorschläge immer in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Holstein Kiel. Haut rein und ciao, ciao.